Herzlich willkommen zurück zu Lost Horizon 2. Ja, wir sind immer noch mit Fenton unterwegs. Zusammen mit Gwen und Anna. Aber ich habe mich ehrlich gesagt ja noch nicht mit diesem Rätsel so sehr beschäftigt. Aber soweit ich in Erinnerung hatte, haben wir uns hier die verschiedenen Grabnischen angeschaut. Und es gab dann hier diese komischen Steinringe. Eindeutig, ein Buch. Ein Buch? Ein Kreuz. Ein Kreuz? Das ist eine Waage. Das sieht aus wie eine Rose. Ein Löwe. Okay, dann haben wir diese Symbole und man kann die wohl irgendwie anordnen. Aber ich weiß halt nicht wie, ne? Okay, und dann haben wir ein paar neue Gegenstände auch zusammengekriegt. Wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas schon davon benutzen können. Und so eine komische... Anscheinend auch noch nicht mit den Handfeger. Hier auch nicht. Den Benzinkocher auch. Das Ventil klemmt. Ich kann ihn nicht anzünden. Ah, okay. Können wir da vielleicht ein Loch reinmachen? Hübsch. Wirklich sehr hübsch. Aber mehr auch nicht. Mhm. Mit dem Messer kann ich schneiden, sägen, ritzen, schlitzen, spalten, schrauben und ganz vorsichtig ein Loch in den Messingtank stechen. Ja, genau. Ach, wenn er das nochmal sagt, ne? Oh. Gut, jetzt haben wir ein Loch da drin. Das heißt, wir können das irgendwo reingießen, ne? Ich würde mal raten, wir haben ja hier diese komischen Säulen. Warte mal, passiert hier aber was? Aber hallo, ich hätte mein Steak gern medium rare. Wiss. Den Witz habe ich jetzt nicht verstanden. Wir brauchen Licht, um was zu erkennen. Zum Glück war in der Schale unter dem Relief noch ein wenig Teer. Und? Schon was herausgefunden? Die Reliefs an den Säulen zeigen die 5 Gründer der Abtei. Weiter sind wir noch nicht. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ich tappe noch im Dunkeln. Okay. Es gibt ja unter den Säulen hier solche Schalen, ne? Die sieht man ja hier auf dem Bild, diese hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir da bestimmt auch wie dort bei der Schale was rein... Achso. Ja, also was reinmachen können, um Licht zu machen. Vielleicht können wir dann ein paar Hinweise so, auf das Rätsel geben. Und anzünden. Ja, hat funktioniert, sehr schön. Das soll Chadwick der Weise sein. Chadwick der Weise. Ein Relief. Das soll Chadwick der Weise sein. Das war's? Wir haben oben hier noch irgend so ein Zeichen. Also halt so eine Art Mönch mit einem Buch in der Hand. Passt zum Weisen, oder? Probieren wir mal die anderen aus. Das kann ja heiter werden. So, das sollte reichen. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Ach, ja, sorry. Ich dachte, Fenton, du bist schlau, du machst das von alleine. Okay, wen haben wir hier? Hier haben wir Alaric den Gerechten. Alaric den Gerechten? Okay. Ja. Alaric den Gerechten. Sagt mir gar nichts. Hier haben wir noch eine Säule. Warte mal. So, das sollte reichen. Und auch nochmal anzünden. Tiras, der Bußfertige. Tiras, der Bußfertige. Joa. Der versteckt nur seine Hände, hat so seine Kapuze auf. Oh shit. Ah, das sagt mir gar nichts. Hier ist auch noch eine. Ich hoffe, er gibt mir gleich einen Tipp. So, das sollte reichen. Achso, nee. Feuerzeug? Der Inschrift nach ist das hier Gareth, der Tapfere. Gareth, der Tapfere. Der hat so die Hand aufs Herz gelegt.
ja, so ein tapferes Herz. Och, du Kacke. Ich hab keine Ahnung. Ich bin so lost. Aber vielleicht hat das ja überhaupt nichts mit dem Rätsel zu tun, mit den Symbolen. Aber muss ja, ne? Und? Warte mal, wir haben schon was herausgefunden. 4, 5. 5 verschiedene Typen. Die Reliefs an den Säulen zeigen die 5 Mönche, die diese Abtei gegründet haben. Und wer hilft uns das bei der Suche nach dem Grab? Kann ich noch nicht sagen. Wir forschen weiter nach versteckten Hinweisen. Haben Sie schon etwas entdeckt? Nun, nicht wirklich. Doch, wir haben doch was hier, gefunden. Dad, ich habe alle Reliefs abgezeichnet. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Danke, Schatz. Oh, es hat also doch mit dem Rätsel zu tun. Schauen wir uns gleich mal an. Die Reliefs, die Gwen und Anna von den Säulen abgezeichnet haben. Oh, wow. Okay. Gareth der Tapfere. Percival. Hey, hier kennt man ja gar... Aber ich glaube, wir hatten den noch gar nicht. Percival? Percival? Weiß ich nicht. Chadwick der Weise. Ah ja, mit dem Buch. Alaric der Gerechte. Der so die Hände auf hat. Tiras der Bußfertige. Der mit der Kapuze. 1, 2, 3, 4, 5 doch. Sagt er was zu denen? Nee, ne? Okay. Percival? Wer ist denn Percival? War das der hier? Den haben wir uns gar nicht angeschaut, ne? Figur und Inschrift sind stark verwittert. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich Percival. Den kennen wir nicht. Ist es der Typ, den wir suchen? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht mal mehr, wie der Typ hieß, den wir suchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann wahrscheinlich Percival ist. Joa. Reden wir nochmal mit Gwen? Die beiden untersuchen die Säulen nach Hinweisen auf das versteckte Grab. Die beiden untersuchen die Säulen nach Hinweisen auf das versteckte Grab. Okay. Leute, ich weiß, wir haben Skizzen, ne? Aber sicher ist sicher. Figur und Inschrift sind stark verwittert. Ich werde von jedem nochmal mit dem Handy ein Foto machen und mich damit genauer beschäftigen. Also das hier wäre Percival. So, Foto-Check. Dann hätten wir hier einmal... Der Inschrift nach ist das hier Gareth, der Tapfere. Gareth, der Tapfere. Gareth, warte mal, das muss mit drauf. Gareth, der Tapfere. So. Dann hätten wir hier... Das soll Chadwick, der Weise sein. Chadwick, der Weise. Ich frage mich, ob das, was dabei steht... Also, Chadwick ist ja ein... Ich weiß nicht, ist das ein normaler Name? Wahrscheinlich, oder? Aber dann hier der Beiname. Haben wir Alaric, den Gerechten. Gerechter, Weiser. Was hatten wir dann noch? Der Bußfertige. Ist bestimmt auch irgendein Hinweis, oder? Weil ich meine, wenn man hier schaut, eins des... Tiras, der Bußfertige. Der Bußfertige. Ich wollte gerade sagen, der eine... Also es gab ja, glaube ich, unter den Reliefs da... was man sich anschauen konnte. Auch ein Herz, wollte ich schon sagen. Ein Kreuz, aber jetzt sehe ich gerade, der hat auch ein Kreuz umhängen. Also das kann es ja auch nicht sein. Vor allen Dingen selbst, wenn tatsächlich irgendwie die Symbole mit denen zu tun haben, woher soll ich wissen, in welche Richtung ich die drehen muss? Oder ist das so wie damals, hatten wir nicht schon mal so ein Rätsel, wo man danach gehen musste, wohin die Hände zeigen? Weil ich schaue mal, der eine zeigt... Obwohl, der eine zeigt nach links und nach rechts mit seinen Händen. Weil, guck mal, ihr seht es ja gar nicht, wenn ich mir das auf dem Handy anschaue. Wenn man sich das Notizbuch anschaut. Hier haben wir einen zum Beispiel, der zeigt so hier auf das Herz. Der hat gar keine Hände. Da wissen wir es nicht. Hier, der zeigt einmal nach links und nach rechts. Der ist irgendwie so... Obwohl, das würde so nach links gehen, ne? Und der hat die zusammen. Warte mal, ich schaue mir dann nochmal den Durchgang hier, das Ganze an. Weil wir haben hier auch diese ganzen... Oh, ist das jetzt auch so stehen geblieben, wie ich es gemacht habe? Ein Buch, ein Kreuz, Waage, Rose, Löwe.
Kreuz hätten wir ja eigentlich... Warte mal. Bußfertig. Gerecht. Weise. Tapfer. Das Einzige, was mir einfallen würde zu tapfer, ist eigentlich, was passen würde wie tapfer wie ein Löwe, oder? Tapfer wie ein Löwe? Ich entschuldige mich, wenn ich Blödsinn rede, ne? Aber weise? Weise würde theoretisch auch zu seinem Buch passen. Und Buch hatten wir auch, ne? Aber gerechte, bußfertige Percival? Tapfer? Wartet mal. Zurück. Hier Buch hätten wir. Kreuz, davon hätten wir ein paar mehr. Waage? Rose passt auch überhaupt nicht. Aber Löwe für tapfer, oder? Warte mal. Wo ist der Typ? Der mit dem Buch? Der zeigt so irgendwie so komisch nach links. Kann ich das irgendwie nach links drehen? So? So weit kann ich es gar nnicht drehen. Ich kann es nur so oder so drehen. Entweder nach links oder nach rechts. Ich kann es nicht mal runterdrehen, ne? Okay, dann lasse ich das mal auf links. Gareth, der Mutige. Der Tapfere. The Brave ist doch mutig und oder tapfer, ne? Der zeigt irgendwie seine linke Hand. Ein Löwe. Es geht nach unten, aber seine... Nein, seine... Also, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Das eine hat er auf dem Herz. Aber ist dann vielleicht links richtig? Kann ich das runter? Ich kann das nur nach links oder rechts? Links oder rechts? Kann auch mittendrin, hier. Aber seine linke... Ich lass mal links. Percival? Keine Ahnung, wer Percival ist. Entweder Kreuz, Symbol oder... Ach, Symbol, ja. Waage oder Rose? Den haben wir mit dem Buch nach links bei der... Oder hängt es damit zusammen, wo die hingucken? In welche Richtung? Und gar nicht mit den Händen. Weil die Hände verwirren mich, weil sie halt in unterschiedliche Richtungen gehen. Oder hängt das damit zusammen, wie die Säulen stehen? Ich gucke einmal ganz kurz. Vielleicht hat das damit auch zu... Weil hier haben wir die verschiedenen Gräber. Kann man hier noch was? Nee, kann man auch nicht. Wie die zueinander stehen? Aber die stehen alle so... Boah, nee, keine Ahnung. Ich meine... Hier jeweils... Gab es hier irgendeinen Hinweis? Hier gibt es auch so ein Zeichen, aber ich glaube, das Zeichen war überall, oder? Bei den allen oben. Krypta. Kein Name, keine Jahreszahl. Und darum auch keine Ahnung, wem die Krypta als letzte Ruhestätte dient. Ich wüsste auch nicht, wie ich irgendwie den Hut dafür anwenden könnte. Nee. Ich habe das Gefühl, wir müssen das hier irgendwie lösen. Aber die Frage ist halt wie, ne? Wie lösen wir das? Weil ich schaue mir jetzt die ganze Zeit nur, dass ihr es wisst, weil ihr startet ja nur auf dem Bildschirm mit den Dingern. Ich schaue mir jetzt nochmal die Bilder alle an. Wobei wir können das ja hier auch nochmal parallel, dass ihr das auch mitverfolgen könnt. Ich habe ja gedacht, dass der Typ, der Tapfere, dass das der Löwe wahrscheinlich ist, oder? Aber wie soll man... In welche Richtung guckt er? Auf den Bildern sieht man gar nicht... Ah doch, sieht man hier links. Links. Aber der guckt geradeaus. Links, links, geradeaus. Der wahrscheinlich auch geradeaus, kann man nicht erkennen. Wollen die mich veräppeln?
Wobei ich die ganze Zeit denke, der Gerechte könnte auch für die Waage stehen, weil die Waage ist ja für Gerechtigkeit, oder? Steht ja dafür. Das könnte ja sein. Vielleicht deswegen auch diese Hände mit links und rechts, so wie die Waagschalen, sodass das ausgeglichen ist. Könnte das sein? Und der Typ war der Weise, ne, mit dem Buch. Der zeigt aber so nach links. Okay, sagen wir mal theoretisch, ich habe recht. Wir hatten schon mal hier den Löwen. Den, keine Ahnung. Weise für Buch. Steht dann vielleicht der Gerechte für das... Nee. Wir haben noch den Bußfertigen. Der Gerechte... Ah, doch, doch, Gerechte. Bin ich doof. Ich habe es doch gerade eben gesagt. Der Gerechte dann für die Waage. Und der Bußfertige vielleicht dann für das Kreuz. Weil das so mit Jesus und so, bußfertig, hat das damit zu tun? Waage. Und dann bleibt eigentlich nur Rose, ne? Und das könnte ja theoretisch tatsächlich Percival sein, weil wir keine Ahnung haben, was Percival zu tun, also was da ist. Und jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung soll es gehen? Okay, fangen wir mal mit dem Tapferen an. Der hat die Hand auf dem Herz. Auf dem Herz. Auf dem Herzen. Hand aufs Herz, ja. Das ist der Löwe. Das Herz. Wenn wir uns theoretisch nehmen, nehmen wir mal den Menschen. Und das Herz ist irgendwo so. Ne, ein bisschen so. Ich probiere nur aus. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte eine Idee. Warte mal, nee, es geht gar nicht. Doch, so würde es gehen. Weil das Herz ja so von der Mitte ein bisschen weiter rechts ist, wenn man auf einen Menschen guckt. So, wo seine Hand ist. Ach, ich rede Blödsinn, nicht wahr? Ich merke es selber. Egal, ich mache es jetzt einfach. Dann hätten wir, auf jeden Fall Waage hätte ich die Idee, weil er nach links und rechts zeigt, dass es ausgeglichen ist, also mittig. So hier, so links und rechts, würde ich mal sagen. Das würde auch passen, oder? Ja, jetzt ist nur, wie will ich jetzt die anderen interpretieren? Ich muss es ja immerhin versuchen, ne? Versuchen muss man's. Der Tapfere. Den haben wir ja, den mit der Hand aufs Herz. Percival, gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich die Rose ist. Aber ich... Das machen wir als letztes, weil man da nichts sieht. Vielleicht ist das so ein Ausprobierding. Wir haben dann noch das Buch. Das Buch zeigt, wie steht das bildlich? Mittig? Aber er zeigt mehr nach links. Ist es mehr so ein, in die Richtung, in der das Buch zeigt? Wie sieht es denn bei den anderen aus? Weil er zeigt, wobei der würde dann theoretisch, ja, wenn wir uns da hängen, würde er nach links zeigen, oder? Dann hätte ich das ja komplett falsch, aber ich habe... Egal. Egal. meine Verzweiflung. Merkt ihr es? Merkt ihr es? Meine Verzweiflung? Ich würde sagen, das Buch müsste dann theoretisch so leicht gebeugt. Leicht gebeugt machen wir mal so. So gebeugt, wie halt das, der Löwe das macht. Würde das passen? Okay, und wen haben wir denn noch? Den Gerechten haben wir schon. Dann bleibt ja nur noch der Bußfertige. Aber der ist halt... Auch halt, der versteckt seine Hände. Und ich weiß auch nicht, in welche Richtung guckt er. Warte mal, ich guck mal auf den Bildern. Der ist der Gerechte. Er zeigt eigentlich, er guckt nach links. Aber es heißt nichts, weil die gucken fast alle nach links. Außer jetzt der Mutige. Percival guckt nirgendwo hin. Alle bis auf den Mutigen gucken eigentlich nach links. Warte mal. Ja, passt aber auch nicht. Weiß ich nicht.
Kreuz hatten wir für Bus fertig, ne? Machen wir ja. Keine Ahnung, machen wir so? Ja, und davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Was ist das? Viel zu eng. Da passe ich niemals durch. Ach so, das muss sich öffnen? Was mache ich denn jetzt? Viel zu eng. Da passe ich niemals durch. Okay. Hä? Habe ich jetzt das falsch gemacht oder war das jetzt richtig? Also wenn... Nee, es kann ja nicht richtig sein, sonst wäre ja was passiert, ne? Das heißt, aber ich habe irgendwie das aufgekriegt. Also, ich müsste eigentlich jetzt so ganz viele Fragezeichen auf den Bildschirm projizieren, damit ihr versteht, wie groß das Fragezeichen in meinem Kopf ist. Viel zu eng. Da passe ich niemals durch. Können wir da was reinschmeißen? Hier eine Peitsche? Nein? Und das Notizbuch? Auch nicht? Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ernsthaft jetzt? Sagt mir doch wenigstens, ob ich das Rätsel gelöst habe. Nein, habe ich nicht, ne, aber... Was machen wir jetzt? Ich habe da ein Loch. Ich habe da ein Loch. Noch ein Rätsel. Was machen wir mit dem Loch? Ich wünschte, ich könnte euch jetzt fragen, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Loch machen soll. Sagen mir vielleicht Anna und Gwen was Neues dazu. Ich habe ein Loch entdeckt, Leute. Sprechen wir mal mit denen. Das ist so absurd. Ich habe einen versteckten Zugang zu einem unterirdischen Bereich der Abtei gefunden. Willst du mich veräppeln? Das Grab? Keine Ahnung. Die Öffnung ist zu klein. Ist das also doch richtig? Schauen wir uns das mal näher an. Nein. Nein, ihr veräppelt mich. Also ich würde da bestimmt durchpassen. Echt jetzt? Kommt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich. Außerdem siehst du immer noch ziemlich mitgenommen aus. Sie sollten Ihrer Tochter ein bisschen mehr zutrauen. Gwen schafft das. Ich glaube an Sie. Tun Sie das auch. Außerdem bleibt uns ja wohl auch gar keine andere Möglichkeit, oder? Dad, ich bin okay. Ehrlich. Na gut. Meinetwegen. Wir brauchen allerdings noch was, womit wir dich abseilen können. Ey, Leute. Ich glaube das gerade nicht, ne? Aber jetzt ist meine große Frage, was davon, was ich mir gedacht habe, war denn richtig in Richtung, welche Richtung die geguckt haben? Oder hatte das jetzt mit den Gegenständen zu tun? Oder, weil ich will es jetzt wissen, woran es gelegen hat, dass ich getroffen habe. Weil ich habe jetzt einfach nur so nach Gefühl, so wie, ihr habt es ja mitgekriegt, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich möchte jetzt wissen, was die eigentliche Auflösung ist. Naja, was soll's. Also wer Lust hat, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben, was jetzt hier gerade passiert ist. Oh Mann, ey, ich dreh durch. Aber irgendwo war es schon lustig, muss ich zugeben. Ein bisschen seltsam, aber okay. Gut, wir müssen jetzt Gwen irgendwie abseilen. Also da bleibt ja eigentlich nur die Peitsche, oder? Nein? Können wir das Gwen geben? Wir seilen dich mit dieser Peitsche ab. Tatsächlich. Mit einer Peitsche? Daddy, manchmal bist du merkwürdig. Das funktioniert. Wirst schon sehen. Und Gwen, sei vorsichtig da unten. Na klar. Okay, Dad, ich bin unten. Wow, das sieht ja krass aus hier unten. Der Professor hat uns seine ganzen Aufzeichnungen über die Schatulle der neuen Welten mitgegeben. Er glaubt, dass Thor die Schatulle einst aus Asgard mitgebracht hat und sie später von Mönchen hier in seinem Grab gefunden wurde. Mhm. Wir haben hier eine Schale. Sieht genau aus wie die Feuerschalen oben an den Säulen. Ah, alles klar, dann komm mal wieder hier hin, Gwen. Dann werden wir nämlich hier einmal zurück zu Fenton. Kannst du ihr den Benzinkocher runter? Hä? Oder das Feuerzeug wenigstens? Hä? Aber... Ach so, so bestimmt. Gwen, hier, nimm! So, und... Schmeißen wir ihr mal alles rein? Gwen, schau mal! Vielleicht kann sie all die Sachen ja benutzen. Okay, Messer zu schmeißen wäre auch ein bisschen zu gefährlich. Hut will er auch nicht. Das auch nicht.
Auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Benzinkocher. Ich schütte das ganze Benzin rein. Okay. Also wir haben so schön aufgespart und sie hat einfach alles reingegossen. Oh, wow. Krass. Das kam unerwartet. Wahnsinn. Das nenne ich mal ein Grabgewölbe. Ja, du sagst es. Wenn es etwas gibt, das uns hilft, Asgard zu finden, muss es hier unten sein. Liegt da ein Skelett? Da liegt ein Skelett. Okay, eine Vertiefung. Zeichen. Ein Quadrat und zwei Linien. Ein Quadrat und so? Eine sechseckige Vertiefung. Sechseckige Vertiefung. Das ist das Loch in der Decke. Hier gibt es zwei Quadrate. Zwei Quadrate. Okay, hier ist der Sarg. Wer liegt denn hier verborgen? Ob das wirklich Thor ist? Der sieht jetzt nicht aus wie ein Wikinger, oder? Ups. Was man findet, darf man behalten. Eine Leiche. Das ist er also. Thor, Bote aus Asgard. Wobei, noch ganz gut in Schuss für sein Alter. Oh, Schätzchen. Aber hier, ne, mit den Hörnern, doch Wikinger, ne? Aber ist schon eklig irgendwie, ne? Mach mal wieder zu. Oder machen wir wieder auf? Und dann machen wir wieder zu. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Hier auch nicht. Oh, doch, der Brustpanzer. Die Runen müsste ich eigentlich mit Hilfe der Aufzeichnungen des Professors übersetzen können. Ich stieg herab aus Askaror, vom mächtigsten der verborgenen Berge, um aufzusteigen in das Himmelreich. Vom mächtigsten der verborgenen Berge. Klingt, als ob Thors Heimat im Gebirge liegt. Aber in welchem? Aha. Es muss noch mehr Hinweise geben. Wir können das hier frei rubbeln alles. Aha, aha, aha. Zack, 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 zack. Siehst du das, Schätzchen? Reicht das schon? Ich weiß es ja nicht, wie viel ich davon das machen muss. Also es ist schon ziemlich offensichtlich, oder? Siehst du das jetzt, Schätzchen? Ich weiß halt nicht, was ich gerade übersehe. Oder geht das hier noch weiter runter? Nee, ne? Hier ist schon frei. Hä? Hier steht... Ich stieg herab aus Asgard. Klingt für mich, als würde... Ja, und hier? Was steht da? Das siehst du doch bestimmt. Der Professor hat uns seine ganze... Er glaubt, dass... Ich hab das doch hier freigelegt, oder nicht? Oder sind das... Hier sind drei dieser Teile und dann ein Kästchen und zwei so... Ich fotografiere das auch mal ab. Vielleicht brauchen wir das ja gleich für irgendwas. Ich dachte, sie wird uns jetzt selbst das entschlüsseln. Das erste hat sie ja auch selbst entschlüsselt. Aber das Kind will wohl, dass wir das machen. Okay. Dann gucke ich einmal kurz. Brustpanzer. Leichnam. Okay. Ach so. Jetzt ist das Ding ganz weg. Wir haben... Ein rostiger Metallschild. Die haben Vertiefung. Ein runder Holzschild. Und nee, umgekehrt, nicht Vertiefung, sondern hier mit sechseckiger und viereckiger Erhebung. Sechseckig war das hier. Das war offensichtlich. Die sechskantige Vorderseite des Eisenschilds passt perfekt in das Loch. Herrje, was ist das? Aha. Und das hier müsste ja hier reinpassen, oder? Eigentlich schon. Die viereckige Erhebung vorn auf dem Schild passt genau in die Öffnung.
Oh nein, was ist das? Aha, wo zeigt das denn hin? Kann man eigentlich hier noch runter irgendwie? Nee, hier ist schon Wasser, ne? Wir haben hier die zwei Zeichen. Und dann können wir... Ah, hier ist eine Landkarte, die habe ich ja voll übersehen.